Der magische Laden. Traumasensitive Imagination. Wenn dir besondere Herausforderungen bevorstehen oder in Zeiten, wo sich innerlich alles so verletzlich und gebrechlich, dünnhäutig oder wackelig anfühlt, aber auch gern als Bestandteil deiner Morgenroutine, kannst du diese Imaginationsübung verwenden. Wir werden jetzt einen magischen Laden voll wundersamer Gegenstände erforschen, die uns dann dabei helfen, durch den Tag zu kommen. Diese Übung hilft uns dabei, das Gefühl von Sicherheit und Beschütztsein zu erhöhen und Mut zu schöpfen. Bitte achte auf dich und darauf, dass deine eigene Vorstellungskraft nutzt und dir Gegenstände ausdenkst, die hilfreich scheinen. Such dir jetzt eine angenehme Position, in der du dich stabil und geschützt fühlst. Suche dir einen Raum, wo du Sicherheit und Zuflucht findest. Du kannst diese Übung im Sitzen oder auch im Liegen machen, je nachdem, wie sich das für dich heute passend anfühlt. Nimm dir einen Moment Zeit, um deine Haltung nochmal zu prüfen. Und nimm dir Veränderungen vor, wenn nötig. Dann kannst du deine Augen schließen, wenn du magst. Oder auch gerne offen lassen. Oder den Blick weich werden lassen. Und ein paar tiefe Atemzüge nehmen. Du kannst gern ein paar Seufzchen hier rauslassen, um dich zu sammeln und in dem Moment ganz ankommen. Gib dir Zeit, richte dich ein. Und wenn du bereit bist, dann könnte deine Vorstellungskraft dich zu dem Ort bringen, wo ein magischer Laden steht. Das könnte ein verborgenes Gebäude sein. Oder auch irgendwo stehen, wo es alle sehen. Du kannst entscheiden, ob es eher wie ein uriges Lädchen auf dem Land aussieht oder wie ein modernes Shopping Mall. Ist es so ein kunterbunter Laden, voller fantastischer Dinge? Wenn du dann vor dem Laden bist, in den Laden
Tritt kannst du dich umschauen und erstmal alles aufnehmen, was du siehst. Vielleicht ist es ganz luftig und frisch. Stehen die Türen weit auf und riech nach Gewürzen oder Orangen oder nach Lavendel. Oder ist es ein Lädchen, wo Kerzenschein dich erwartet und duftet nach alten Büchern? Nimm alles wahr, was du siehst, an den Wänden, welche Art Licht oder Lampen gibt es? Welche Art Menschen sind denn in dem Laden? Und was sie dort tun? Sind sie am Herumstöbern? Oder machen sie Flanieren und kaufen sie nichts? Oder stehen sie schon an der Kasse? Und achte mal an die Geräusche, die du hörst. Spielt da vielleicht im Hintergrund eine Musik? Oder ist vielleicht das Radio? Eingeschaltet? Oder irgendwo ist vielleicht leises Murmeln aus dem Lagerraum von Mitarbeitern? Oder hörst du vielleicht das Gluckern eines Zimmerbrunnens? Oder ist es so ein kleiner Tierladen und sind da Vögelchen? Noch mal auch darauf, welche Temperatur dort die Luft im Laden hat. Wie fühlt sich das an auf deine Haut? Ist das angenehm warm oder schon fast zu heiß und musst du deine Jacke ausziehen? Da vielleicht ist es deutlich kühler, als es draußen auf der Straße war. Dann kannst du dich umschauen und dir ein Bild machen, was der Laden alles zu bieten hat. Vielleicht hat dieser Laden verschiedene Gänge oder spezielle Abtei für unterschiedliche Gegenstände.
vielleicht auch ganz hohe Regale oder Kisten oder Schubladen, die du entdecken kannst. Vielleicht hat dieses Lädchen aber gar keine Verpackungsgegenstände, sondern liegt alles einfach schön hingestellt zur Schau. Für jede Situation gibt es etwas Hilfreiches und Nützliches. Und wenn du dich so umschaust, kannst du einen Bereich entdecken, wo es schützende Bekleidung gibt. Mit vielen verschiedenen Mänteln und Anzügen und Kleider und Pullover und Kopfbedeckungen, Schuhe und Taschen und verschiedene Stoffe. Du kannst mit den Händen über die verschiedenen Materialien streichen. Du kannst dann sie auch schnuppern und riechen, bis du etwas findest, das sich für heute und nur für dich richtig anfühlt. Vielleicht ist es ein schützender Mantel oder ein wunderschönes Kleid. Und es hat genau die Farbe, die heute zu deiner Stimmung passt. Und wenn du das Kleid oder was du für dich gefunden hast, in den Händen hältst, dann kannst du vielleicht wahrnehmen, welches Gewicht das Kleid hat und wie sich das anfühlt. Das könnte ganz leicht sein, wie eine Feder, und beflügelt dich, wenn du es anziehst. Oder so schwer wie eine winterliche Decke. Oder vielleicht dazwischen, was auch immer dir heute stimmig und gut anfühlt. Und wenn du dich darin einhüllst, dann passt es genau, wie du es möchtest. Vielleicht
ist es so groß, dass man sich darin verstecken kann. Oder Gegenstand, den du ausgewählt hast, stützt deinen Rücken und gibt dir Halt. Und dadurch lässt dir den Kopf ein wenig höher heben und deine Würde und Selbstachtung damit auch steigern. Möglicherweise entdeckst du eine Kapuze oder geheime Taschen oder andere hilfreiche Details. Vielleicht findet da noch ein Lieblingsplüschtier oder ein Amulett in eine der Taschen Platz. Und weil alles im magischen Laden ein wenig magisch ist, kannst du herausfinden, welche besonderen Eigenschaften das Kleid oder der Mantel oder womöglich ein anderer Gegenstand, den du für dich heute gefunden hast, hat. Welche besondere Eigenschaft soll dieser Gegenstand heute für dich tun? Vielleicht kann er dich unsichtbar machen für gruselige oder gemeine Menschen, so dass du keine Sorgen machen musst, ob dir jemand anschaut. Oder er könnte magische Filter haben für alle Ansprüche, Launen, Stimmungen und emotionalen Atmosphären, die Menschen heute an dich rantragen könnten, so dass nichts davon dein Innerstes erreicht. All diese Dinge könnten an deinem Kleid oder an deinem Mantel oder deinem ganz speziellen Gegenstand genauso abperlen wie Wasser an einem Regenmantel. Oder vielleicht hat er versteckte Schutzschichten, die wie Kevlar alle Angriffe abprallen lassen,
so dass nichts dir etwas anhaben kann. Oder entdeckst du vielleicht noch geheime Taschen voller Energiereserven, aus denen du schöpfen kannst? Ein bisschen zusätzliche Wärme, Sicherheit, Geborgenheit. Wenn du dich alleine fühlst oder der Mantel oder dein Gegenstand kann dich vielleicht umarmen, wenn du es brauchst. Und stärk damit deine Selbstliebe. Vielleicht gibt es dir einen besonderen Halt im Rücken, der dir hilft, aufrecht zu stehen und laufen und nicht nachzugeben, wenn du herausgefordert wirst. Was immer du heute brauchst, das Kleid oder dein Mantel oder dein ganz individueller Gegenstand, kann diese magische Fähigkeit haben, damit du beschützt wirst und in Sicherheit bist und unterstützt wirst. Wenn du spürst, dass es sich so gut anfühlt, dann kannst du das Kleid oder den Mantel oder deinen ganz individuellen Gegenstand gleich anlassen und dann schauen, ob es noch etwas anderes braucht für das, was heute vor dir liegt. Um Ausgaben und Geld musst du gar keine Sorgen machen, da in diesem magischen Laden alles kostenlos ist. Und du kannst diese Sachen einfach ausleihen. Und wenn du magst, das nächste Mal zurückbringen oder auch alles behalten, wie du es gerne möchtest. Und wenn du jetzt an die Situation, welche dich heute erwartet, denkst und all die hilfreichen Eigenschaften deines ausgewählten Kleides oder Mantels oder was auch immer, spürst, kannst du noch mal prüfen, ob noch irgendetwas fehlt. Du kannst noch mal schauen, ob das dich im Inneren, in deinem Herzen schützt und unterstützt,
ob das dich auch an deinem Körper und in deiner Kraft unterstützen kann. Ob es sich versorgt anfühlt oder übersiehst du vielleicht noch Bedürfnisse, die sich deutlich melden. Vielleicht das Bedürfnis von Bindung mit deinen Gefühlen und Gedanken, oder das Bedürfnis von Freude und erfreut sein, oder das Bedürfnis von Nähe und Wärme. Vielleicht musst du noch mal was Warmes für dich heraussuchen. Und das Bedürfnis nach Harmonie auch in dem, was du hörst. Also zum Beispiel, brauchtest du noch eine Melodie? Die dir immer Kraft und Energie gibt. Oder dein Lieblingssong. In diesem Laden gibt es nicht nur allerlei Musik, aber der Laden ist auch voller wundersamer Dinge, die alles Mögliche können. Vielleicht findest du da noch schützende Muscheln oder irgendein kleinen Kabbala oder Amulette, die genau das tun, was benötigt wird. Oder ist da eine magische Wunderlampe, welche, wenn man sie zerbricht, entsteht ein Schutzwall, ein Schutzmauer vor dir selbst und deine Grenzen sind dann sofort gesichert. Oder hast du eine wunderschöne Lichterkette gefunden? Diese du um dich herumlegen kannst und woran alles abprallt, was dir schaden könnte. Oder vielleicht hast du einen inneren Begleiter im Bild von einem Tier welches sprechen kann und
dir Gesellschaft leistet. Oder brauchst du vielleicht noch weitere Lagen von Kleidungen, Rüstungen oder ein Schutzschild um dich herum, um ganz sicher zu sein? Und was immer dir in den Sinn kommt, ist völlig in Ordnung. Und dann kannst du prüfen und schauen, du alles hast, was du gerade brauchst und ob du zufrieden bist mit den Dingen, die du gefunden hast. Du kannst noch Gegenstände holen oder etwas verändern an deiner Auswahl, wenn etwas nötig ist. Und wenn es sich genau richtig anfühlt, kannst du ein paar Mal tief durchatmen. Und das Gefühl noch etwas tiefer einsinken lassen. Dir bereiten. Weil alles wird gut. Und zu diesen Gegenständen, wenn du magst, kannst du dir noch eine geheime Geste vielleicht ausdenken, um dich dann später an diese geheime Geste und an das Gefühl, was damit verbunden ist, zu erinnern. Und dieses Gefühl jetzt ganz tief abspeichern. Nur du weißt, was die Geste bedeutet. Und du könntest sie über den Tag wiederholen, diese Geste, um das geheime, schützende Gefühl noch einmal zu verstärken. Du hältst das Gefühl fest ganz tief in deinem Inneren während du langsam wieder im
Raum ankommst, mit tiefen Atemzügen und mit etwas Bewegung deiner Finger, dein Rücken oder was du auch gerne magst. Und du kannst dann langsam auch die Augen öffnen und dich erstmal umschauen. In dem Raum wieder dich orientieren. Und wieder im Hier und Jetzt ankommen. Und heute werden dein Kleid oder der Mantel und deine magischen Gegenstände immer bei dir sein. Und Unterstützung leisten und von niemand anderen werden sie gesehen als nur von dir selbst.